Das ist schon der zweite Dachträger aus Aluprofilen, den ich gebaut habe. Und in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr auch so einen Dachträger einfach nachbauen könnt, was er in etwa kostet und welche Verbindungselemente ihr auf keinen Fall verwenden solltet. Den ersten Dachträger habe ich für meinen Opel Vivaro gebaut. Der hat sogar eine richtig große Dachterrasse. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. In dem Video habe ich euch aber nicht gezeigt, wie ich die Solarpaneele schön bündig in den Aluprofilen in dem Dachträger versenkt habe. Das hole ich in diesem Video nach. Der Dachträger hier ist jetzt deutlich kleiner, deswegen ist auch keine Dachterrasse mit drauf und er soll eigentlich nur die Solarpaneele halten. Ich habe hier diesmal 3 cm Typ B Bosch Profile genommen. Beim letzten Mal hatte ich ja die 4 cm Variante, da war ich aber der Meinung, dass die ein bisschen zu stabil sind und hier spare ich mir ein bisschen Gewicht. Die 250 Watt Solarpaneele, die will ich wieder halbwegs bündig verschrauben. Das mache ich wieder auf, wie beim letzten Dachträger schon, sodass sie relativ bündig sind. Die sind 3,5 cm hoch, werden also oben einen halben Zentimeter überstehen, aber das sieht man kaum. Als erstes kommt hier ein Edelstahlsprengring drauf. Dann eine Edelstahl-Unterlegscheibe. Das sind solche Imbusschrauben mit einem ziemlich großen Kopf. Ich habe 2 Stück auf der kurzen Seite jeweils bei jedem Solarpanel. Und dann hier die M8 Nutensteine reingeschoben. Das sind hier auch die richtigen Schwerlast-Nutensteine, nicht die zum Eindrehen. Die beim Eindrehen verdrehen sich manchmal nämlich nicht. Und hier sieht man es natürlich nicht. Das richte ich hier grob aus. Die Nutenstein der Schraube. Ja, dann kommt jetzt hier noch Schraubensicherung drauf, nehme ich hochfest. Geht auch sicher mittelfest, ist ja noch ein Sprengring drauf. Kleiner Tropfen reicht. Zack, jetzt schraube ich das hier ran. Nun ist es außen perfekt befestigt, das ist auch sehr stabil, wenn man es hochhebt, da verbindet sich nichts. Trotzdem habe ich es nochmal hier verschraubt. Hier habe ich eine Imbusschraube, Sprengring, Unterlegscheibe und dann kommt hier auch einfach eine Unterlegscheibe drauf und eine selbstsichernde Mutter. Hier mache ich jetzt keine Schraubensicherung ran. Ich meine, das ist halt der Sprengring und die selbstsichernde Mutter. Da wird nie was abgehen. Für die Winkel habe ich hier einmal einfache 6x12 Inbusschrauben mit Linsenkopf, Nutenstein rein. Das sind jetzt hier welche, die sich selbst verdrehen. Also die kann man überall einsetzen. Und wenn man dann die Schraube eindreht, dreht er sich rum. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass er sich auch wirklich rumdreht und auch im 90-Grad-Winkel steht und nicht irgendwie leicht schräg. Aber das sieht man von außen ein bisschen. Oder aber man nimmt hier die etwas größeren Nutensteine. Die muss man halt von außen irgendwo reinschieben. Nachträglich wird es ein bisschen schwierig. Hier bei dem Profil würde ich es zum Beispiel nicht mehr reinkriegen. Müsste ich das nochmal rausnehmen. Letzten Endes nimmt sich das nicht viel. Hier muss man halt nur ein bisschen aufpassen, dass sie sich auch ordentlich reindrehen. Und auch hier wieder Schraubensicherung dran. Ne? Genau. Ich habe mir jetzt hier ein paar neue Verbinder besorgt, die ich mal ausprobieren wollte. Das sind sogenannte Automatikverbinder. Die werden hier reingeschraubt in die Nut. Und mit einem Nutenstein hier verschraubt. Ich dachte mir, das ist stabiler als diese Winkel hier, mit denen ich ja schon die ganze Kabine gebaut habe und habe mich schon geärgert. Jetzt habe ich es mal ausprobiert und ich bin doch sehr glücklich darüber, dass ich mit den Innenwinkeln die Kabine gebaut habe. Und hier bewegt sich deutlich weniger. Also das spürt man auch richtig. Vielleicht sieht man es jetzt nicht so genau. Aber das ist wirklich schon massiv hier. Und hier ist es deutlich weniger. Da hinten in die Ecke kommen die Solar. Kabeldurchführungen, damit ich hier in meinem Hochschrank da hinten rauskomme und ich hoffe jetzt, dass ich das alles richtig ausgemessen habe und das halbwegs hinhaut. Man hat halt immer noch jedes Mal ein bisschen Respekt, wenn man noch in die Kabine bohrt, auch wenn es nicht das erste ist. Im Internet sieht und liest man ja immer mal wieder, dass Armaflex irgendwie nur bis 80 Grad Temperatur hält oder sowas und dann der Kleber sich lösen würde. Das habe ich hier gerade rausgebohrt. Heute ist es bullig heiß. Und das klebt noch sehr gut dran. Wenn das stimmen würde, dann wird mir hier auch die Decke auf den Kopf fallen, denn das ist einfach nur direkt aufs Armaflex gefilzt, was an das Alu geklebt ist. Wichtig ist halt immer, dass es ordentlich sauber vorher ist. Ja, ihr seht es hier, heute ist es richtig heiß. Hier drinnen sind 37 Grad, draußen 34. Ach so, und ich habe nicht nur die Wohnkabine komplett aus den gleichen Aluprofilen gebaut, sondern auch den Innenausbau. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal in der Playlist Toyota Hilux Ausbau vorbei, aber erst nach dem Video. Hier habe ich auch noch ein paar Ösen verschraubt, wo ich ganz einfach meine Markise mit einem Karabiner einhängen kann. Die Profile habe ich in einem Online-Shop bestellt, den ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Die schneiden tatsächlich jedes Profil auf die Millimeter exakt zu, also braucht man überhaupt kein Werkzeug mehr. Allerdings sind dort die Verbindungselemente ein bisschen teuer. Die habe ich deshalb auf Amazon bestellt. Auch dort habe ich euch schon mal ein paar rausgesucht und mit unten in die Videobeschreibung gepackt.
Mit den Solarpaneelen wiegt der Dachträger ca. 30 Kilo. Damit das ganze Gewicht nicht auf den Dach lastet, habe ich ihn mit den Winkeln ja an den Seitenwänden befestigt. Die Airline-Schienen dafür, wo die Winkel dran verschraubt sind, die sind nur geklebt. Dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht. Wenn euch das auch interessiert, schaut da mal vorbei. Die Winkel sind aus 3 mm Edelstahl. Beim Opel hatte ich die aus 4. 3 sind auf jeden Fall besser, ideal, nicht so schwer. Die hat mir ein Kumpel gebogen und auch gleich die Löcher gebohrt. Das könnt ihr euch aber auch von jedem Metallbau um die Ecke machen lassen. Und wie gesagt, lasst euch gleich die Löcher bohren, denn ins Edelstahl so ein paar Löcher reinzukriegen, ist ein bisschen schwer. Und ein Metallbauer hat das richtige Werkzeug dafür und macht es euch ohne Probleme. Die Befestigung hier in der Wohnkabine ist jetzt natürlich ein bisschen speziell. Wenn ihr einen Kastenwagen habt, dann schaut doch einfach mal bei meinem alten Video vorbei vom Dachträger zum Opel Vivaro. Dort habe ich das gezeigt, wie es daran befestigt werden kann. Auch kein Hexenwerk, ist ähnlich mit solchen Edelstahlwinkeln. Windgeräusche hat er beim Fahren zwar nicht gemacht, ich habe aber trotzdem ein paar Windabweiser oben noch mit dran gemacht, denn die Geräusche entstehen, wenn sich der Wind unter dem Dachträger verfängt. Die Alustreifen hatte ich noch rumliegen und von daher habe ich es einfach rangeschraubt. Der Dachträger hat jetzt knapp unter 200 Euro gekostet, das variiert aber natürlich je nach Größe. Wenn ihr wissen wollt, wie ich auch die ganze Kabine und die Möbel, den Innenausbau mit Aluprofilen gebaut habe, dann schaut gerne mal hier und hier bei den beiden Videos vorbei.